Herzlich willkommen zur Videobotschaft hier im Kirchspiel Emsbüren. Ja, heute geht es um das Thema Lachen. Wussten Sie eigentlich, dass die meisten Heiligenfiguren oder Statuen ja eher einen ernsteren Gesichtsausdruck haben? Und wussten Sie, dass Lachen zum Beispiel in der Bibel nur 20 Mal vorkommt? Tja, da fragt man sich, hatten die denn nichts zu lachen? Oder war das Leben so schwer früher? Und dann stellt sich die Frage, im Buch Hiob kommt Lachen gleich dreimal vor. In anderen Büchern wird es gar nicht genannt. Und Hiob hatte ja nur wirklich nicht viel zu lachen. Vielleicht ist es ja auch, dass so ein Lächeln in herausfordernden Zeiten ein so ein bisschen das Leben leichter nehmen lässt. Oder dass zum Beispiel Situationen mit einem Lächeln leichter zu ertragen sind. Lächeln kann einfach vieles bedeuten und bewirken. Lächeln kann mitfühlend sein, Lächeln kann bestärken, Lächeln kann aufmuntern, Lächeln kann auch einfach amüsieren. Und es kann pure Freude zeigen. Wir nehmen das Lächeln oft so als Selbstverständlichkeit hin. Aber wer kennt das nicht, wenn man so am Tag mal angelächelt wird, nimmt man das mit und geht irgendwie beschwingter durch den Tag. Und wie heißt es so schön? Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Diesen kurzen Weg sollten wir doch viel öfter nutzen, um Freude und Zuversicht zu verschenken. Und das geht ganz einfach mit einem Lächeln. Und dann habe ich nochmal richtig recherchiert und im Buch Kohelet eine ganz prägnante Stelle gefunden. Da heißt es doch, es gibt eine Zeit. Es gibt eine Zeit für viele Sachen. Es gibt eine Zeit für viele Dinge. Aber da steht es ganz prägnant. Es gibt eine Zeit zum Lachen. Und wenn das keine Aufforderung für uns alle ist, Ihnen allen wünsche ich nun eine schöne Woche. Ich hoffe, dass Sie hier in Emsbüren in viele lächelnde Gesichter schauen und dass dieses Lächeln in Ihr Herz geht.